Warte, knall bitte jetzt noch nicht alles auf einmal. Ich will erstmal eine Sache, nur um zu gucken, ob das funktioniert. Okay, ja, okay, er geht hier durch. Wird überall durchgeschickt hier. Gleich müsste das kommen, wo er reingeht. Ey, hast du zufällig Motoren im Inventar? Nee, die sind alle leer mittlerweile. Dann habe ich keine mehr. Aber wenn du jetzt gleich mit dem Zug fährst, dann hält der direkt am Kruppstahlwerk. Ja. Da könntest du dann Motoren rausnehmen und könntest mir die in die Cloud packen. Ja, dann gehe ich mal zum Bahnhof. Ich glaube, ich werde da, wo der Zug jetzt gerade ist, da ist auch noch ein Biom. Da werde ich, glaube ich, auch etwas weiter, kurz vor dir, da in diesem Canyon-Biom, da werde ich auch noch einen Bahnhof bauen. Dann haben wir wirklich rund um die Karte gut verteilt Bahnhöfe. Okay. Wenn du mal jetzt guckst, ne, auf der Karte, guck mal, wie ich die Bahnhöfe gebaut habe. Ey, wir haben eigentlich überall einen Spot, wo wir irgendwas anbinden können dann an Bahnhof. 1, 2, 3, 4, 5 und hier ist auch noch einer, 7. Aber bei unserer alten Hub hast du keinen gebaut, ne, oder? Unten bei Kruppstahl ist der. Ja, yeah, das reicht ja eigentlich, ne? Ja, bei Kruppstahl ist der. Und dann ja, davor halt ist der bei dir. Die Förderbänder müssen wir halt bis Kruppstahl dann führen, ne? Von ja. Den ersten Produktionen. Aber die müssen wir sowieso irgendwie alle auch neu bauen, ne? Und ja, ich gehe davon aus, dass wir das eh alles neu machen und dann können wir das eh ein bisschen smarter alles lösen. Ich will auf jeden Fall da, wo der jetzt gerade ist, der Zug bei dir, der zu dir fährt, da will ich noch einen Bahnhof auf jeden Fall machen. Und ich bin also quasi hier, da will ich einen machen. Und ich will je nachdem sogar noch hier einen machen. Okay, warum da? Weil da auch ein neues Biom ist und da gibt's, also genau hier in diesem Krater, ne, hier ist Sammerz, das könnten wir dann zum Beispiel auch fördern. Ah, okay. Also hier, das hätte ich, das checke ich sofort, weil da ist ja geisteskrank viel los. Obwohl eigentlich der beste Spot ist ja eigentlich hier, ne? Da mit diesen drei Eisenerz, also hier unten ist ja eine krasse Stelle und hier, die ist ja eine krasse Stelle, ne? Ja, das müssen wir aber alles dann hier zu dem Bahnhof, wo du bist, verlegen. Was passiert, wenn ich jetzt manuell fahre? Jetzt im Moment, also du kannst nicht viel machen, du müsstest auf manuelles Fahren umstellen. Im Zugmenü dann, oder was? Ja, aber das wäre geil, wenn wir die jetzt schon so wie die sind im Rhythmus lassen, weil ich speise gleich noch mehr Züge ins Netz ein. Ich will gar nichts umstellen, ich wollte nur wissen, ich habe das ja noch nie gemacht. Ja, du kannst quasi umstellen und selber fahren, aber dann ignoriert der jetzt quasi die Standzeiten und so. Und ich werde jetzt gleich mehr Züge ins Netz einspeisen. Okay, und dafür brauchst du die Motoren, ne? Ja, eine Lokomotive braucht immer 10 Motoren. Deswegen, also so 200 müssen mindestens in die Cloud. Die Züge sind schon echt geil gemacht, ne? Ja, also mir haben auch heute ganz viele Leute geschrieben, dass das auch, also dass uns das extrem pushen wird, dieses Schienennetz, weil die gesagt haben, die Züge sind saustark, also die können extrem viel wegschaffen. Ist halt ein komplettes Inventar jedes Mal, ne? Das ist schon krass, ne? Und wenn davon genügend fahren, dann knallt das halt richtig. Aber wir müssen halt gucken, dass wir die Strecke auch geil bauen, ne? Dass das ein bisschen schick aussieht. Ja, die Strecke wird noch schön gebaut. Ich habe die jetzt nur erstmal schnell fertig gemacht, damit wir die am Laufen haben. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt anfangen, Fabriken zu bauen, können wir uns viel besser orientieren, wo wir was hinbauen wollen. Mhm. Weil wir direkt immer sehen können, ey, da ist ein Bahnhof, wir bauen das so und dann liefern wir da mit einem Förderband alles hin oder so, ne? Oder mit einem LKW, der da immer hinfährt und das hinbringt. Ich denke, LKWs sind bestimmt auch ziemlich strong. Ich bin jetzt bei Kruppstahl. Ah, warte mal, das Problem ist, kann ich auf das Inventar von der Lok zugreifen? Nee, ne? Nee. Mein Inventar ist voll. Aber warte mal, ist nicht so schlimm. Hast du nicht irgendwas, was du in die Cloud packen kannst? Ja, safe. Mach ich gerade. Zug fährt aber schon ab. Ja, da kommt gleich direkt der nächste dann. Also einer ist jetzt hier bei mir in der Base angekommen, der fährt jetzt gleich direkt weiter, dann ist der bei... Wie viele Motoren brauchst du denn? Boah, so 200 sollst du mir am besten hochladen, das wäre geil. Hm, kein Problem, krieg ich hin. Wird das dann, wenn kaum noch was machen muss, schön bauen. Ja, ist ja auch okay. Also ich muss sagen, ich finde es halt super wichtig, dass man halt während des Prozesses, weil so hat man halt auch voll viel Abwechslung im Spiel, ne? Also ich finde das halt richtig geil. Ja, aber das mit den Schienen wird eine Sache sein, die werden wir immer zwischendurch machen. Wenn wir alle Schienen auf einmal jetzt schön machen wollen, dann sitzen wir da auf jeden Fall die nächsten 2-3 Tage dran. Das wird sehr eintönig. Nee, aber das ist ja geil, ne? Immer wenn ich irgendwas anderes nervt, sagst du, ich baue jetzt nochmal ein bisschen Schienen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir bei den Schienen eventuell mit Template arbeiten können. Wenn wir zumindest für gerade Strecken, weißt du? Ja, muss man mal schauen. Die Strecke ist ja immer gleich breit. Das heißt, wir müssten das Template nur genau an die Stelle setzen, wo halt, dass halt die gerade sozusagen in der Mitte ist. Und den Rest können wir mit Template machen. Das wäre halt schon strong.
zumindest, dass man halt, weißt, wenn wir zum Beispiel mit Lampen arbeiten, weißt du, wenn wir mit LED-Stripes an den Seiten arbeiten, dass wir damit mit einem Blueprint arbeiten. Wir machen halt einmal richtig geil und dann knallen wir das einmal die ganze Strecke lang. So, der Zug ist jetzt gleich unterwegs zu dir, der fährt jetzt da los. Also ich habe dir jetzt gleich 200 Stück hochgeladen. Ja, die reichen auf jeden Fall. Hab aber noch 200 im Inventar, also wenn du noch mehr brauchst, sag einfach Bescheid. Und der nächste Zug ist ins Netz eingespeist. Kommt wieder einer. Sehr geil, Junge, ich fahre an so vielen blauen Schnecken vorbei, die einfach so direkt neben der Bahn stehen. Und ich denke mir, oder gelbe Schnecken, und ich denke mir, yo, Kevin, der war so fokussiert, da ging gar nichts mehr. Ich habe da gar nicht drauf geachtet mehr, weil mir das irgendwann nicht... Ich habe ein paar eingesammelt, aber irgendwann habe ich mir gedacht, so, boah, nee, das kostet mich jetzt einfach jedes Mal Zeit. Von dem Bahnhof, wo ich jetzt bin, fahre ich doch bestimmt in unsere Base, oder nicht? Warte mal. Oder fahre ich hier einfach nur im Kreis? Ich muss doch, irgendwann muss ich doch mal wieder in die Base kommen. Du kommst in die Base. Aber wann? Warte, ich guck gleich, wo du bist. Autopilot einschalten. So, wo bist du denn? Mal gucken. Bin hier. Ah, da. Ja. Ja, du fährst jetzt noch ein bisschen. Genieß noch die Fahrt. Damit du mal siehst, was ich heute alles gemacht habe, wo ich lang bin. Das ist komplett geisteskrank. Ist das geisteskrank? Du hast noch gar nicht die geisteskrankesten Stellen gehabt. Die kommen jetzt gleich erst. Wir haben jetzt übrigens mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Züge im Betrieb. Warum sind die Bahnhöfe alle in der Luft? Weil wir jetzt erstmal das Schienennetz gebaut haben, einfach um einen Kreislauf zu haben. Oh, Mist. Hast du noch modulare Rahmen im Inventar? Kevin! Hast keine mehr, ne? Hab ich. Aber nicht so viele. Vielleicht 50 oder so. Das reicht. Vielleicht aber auch nur 3. Ob wir sie vielleicht dieses Mal hinters Licht geführt haben, erraten Sie selbst. Ihr Jonathan Frakes. X-Faktor, das Unfassbare. Ich stehe im Stau. Kannst du mir die Rahmen hochladen? Ja, sicher das. Ich kann mein Inventar gerade nicht öffnen. Ach doch, kann ich wohl. Ich habe aber Fotomodus an. give me a second. Ah, guck mal, ich habe sogar 75. 62. Ich kann einfach nicht rechnen. Ich rechne einfach 50 und 12 zusammen. 75. Junge, der Tag heute, ey. Der hat mich aber komplett fertig gemacht. Oder schwere modulare Rahmen? Nee, nur modulare Rahmen. Okay. Junge, wie lange es dauert, bis der... Hä, aber wait. Wenn du jetzt noch einen Zug auf die Strecke setzt, dann steht der nächste Zug ja voll lange hier an der Base rum. Ja, die pendeln sich gleich ein mit der Zeit. Der fährt jetzt hier gleich los. So, die sollten sich jetzt mit der Zeit dann auch einpendeln. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Züge haben wir jetzt am Laufen hier. Komm, dann legen wir direkt los. Willst du die Splitter einstellen und ich sag dir immer was? Ja, erstmal zeige ich den ganzen Ampelmännern hier in meinem Chat nochmal ganz kurz eben unser cooles Lager. Guckt euch das an. Ist das geil oder ist das geil? Okay, also, ich sag dir, soll ich einstellen oder willst du einstellen? Warte mal. Ich baue nur schon mal eine Sache hier kurz. Überschuss. Ach nee, warte mal. Shit, das habe ich nicht bedacht. Egal, aber die können wir ja hier eh unterirdisch gut verlegen. Wir müssen hier hinten einspeisen und nicht auf der Seite. Also wir müssen entweder, wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass das alles hier eingespeist wird, müssen wir alles neu setzen. Aber ich würde sagen, das ist halb so wild. Das Fließband wird ja eh hier, guck mal, da unten lang verlegt. Und dann geht das hier rüber und hier rein dann. So, und dann machen wir hier den Dings hin, den Lift. So, zack, und dann gehen die Sachen hier rein. Ja. So, und dann Schredder. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob der Platz hier reicht, ne? Ja, wir können ja woanders hinziehen, oder? Ich guck mal so, eben. So, hier drin passt der auf gar keinen Fall. 0,0 passt der hier rein. Das wird übel scheiße aussehen. Also hier passt der nicht mehr hin. Ich habe eine Idee. Willst du ihn wirklich da hinsetzen? Also ich hätte das jetzt so gemacht, dass hier wieder ein Dings ist, ein Abgang. Ja. So, hier. Dann kommt hier ein Lift hin. Kann ich nicht sagen. Du kannst oben, kannst den anschließen und unten musst du den anders anschließen. Oder was meinst du? Nee, der will oben die ganze Zeit den Ausgang hinpacken, aber... Dann drückst du einfach R, drück mal R. Ah. Damit tauschst du das. Okay, aber willst du den wirklich da draufsetzen? Also ich würde den jetzt hier in der Nähe vom Dings hinsetzen, irgendwie hier vielleicht sogar. Aber wäre das nicht cool für den Schredder eventuell sogar nochmal eine neue Stelle zu bauen? Boah, dann pflastern wir das aber hier immer mehr zu, also... Ja, aber das ist doch geil, wenn wir hier nochmal so eine ganz kleine Fläche bauen. Boah, du kannst keine kleinen Kreise bauen. Der muss mindestens so groß werden wie da hinten.
Also fände ich persönlich echt too much. Also meine Idee war eigentlich eher, hier einen Weg zu bauen. Ja. Ich hätte jetzt den Schredder halt wirklich hier so an die Seite irgendwo gestellt. Ja, dann pass auf, dann lass uns das doch als Nachbargebäude zum Bahnhof bauen. Nicht dein, sondern daneben. Weil hier würde der jetzt perfekt... Warte mal. Aber es macht so ein bisschen die Vision auf dem Bahnhof kaputt, oder? Und wenn du mit dem einfahrenden Zug in die Base reinkommst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich... Ist der mittig? Nee, ne? Jetzt ist der mittig. Aber warte mal. Hey, wir können den doch hier oben reinstellen und verstecken. Ja, das geht auch. Dann sieht man den noch gar nicht mehr. Ich hatte sowieso über... Ja, doch, die Spitze guckt oben durch. Sieht kacke aus. Geht eigentlich. Ich finde, das sieht aus von draußen, als wenn wir da so einen Satellitenturm haben. Ja, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wir müssen halt nur gucken dann... Ah, okay, warte mal. Da muss ich auf jeden Fall einmal... Könnte man es lassen, ja. Mach mal, färb das Ding mal schwarz, bitte. Kannst du es mal schwarz färben? Warte, wir können erstmal das testen. Also du kannst den hier nicht weiß, den weißen kann man glaube ich nicht. Also den kannst du nicht. Okay, aber ich sag dir was, was vielleicht ein bisschen nicer wäre, wenn du das Ding nicht dahin packst, sondern hier hinpackst. Weil dann steht es nämlich genau über dem Lift. Also der Lift, der steht halt da, an der Stelle. Ich würde sagen, wir führen erst den Lift hoch und gucken dann, wo die perfekte Stelle für den ist, oder? Wie, wir führen erst den Lift hoch? Ja, du willst ja mit dem Lift nach oben, oder? Ja, da habe ich jetzt schon eine Idee, wie ich das mache. Okay, dann mach mal. Willst du es über dem Eingang durchführen? Zu hoch? Oder musst du es so hoch bauen? Der macht das halt nicht so gebogen. Ah, ich glaube, er muss noch einen höher hier. Okay, so ist der für ihn perfekt. Willst du es gerade machen, oder? Ja, der soll das Förderband halt so... Der biegt das, aber der muss das ja... Du willst, dass das oben über die Stange drüber geht, oder was? Ja, der soll das so gerade über der Stange eigentlich biegen, also das macht er aber nicht. Ja, nee, das macht er nicht, weil sonst ist das zu steil zum Dings. Ja, es wäre halt, also ich finde, so sieht es jetzt halt nicht so schick aus, aber es geht eigentlich. Ich meine, das wird eh nicht so auffallen. Ja, das liegt daran, weil der hier so schräg rausguckt. Aber weißt du, was ich mich frage? Was ist denn, wenn du den hier einfach noch einen nach... Also, wenn du jetzt so mit der Richtung guckst, einfach einen nach links drehst. Warte mal, ich setz den mal einfach nur jetzt kurz so dahin. Ah, wobei... Okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das am besten hinbekomme. Man kann ihn leider... Weiß ich nicht, aber das fühle ich irgendwie nicht, Kevin. Ja, lass mich mal ganz kurz hier zu Ende machen, weil eigentlich will ich jetzt gucken... Meine Idee war, dass der jetzt hier unten nach rechts gedreht ist und hier das kleine Stück über Eck reingeht und dann läuft hier oben... Einfach gerade ein Fließband bei dem rein. Der hier kommt weg. Das ist nur, damit ich jetzt den unten hier gerade gegenüber gesetzt kriege. Aber ich krieg gerade... Weil im Grunde genommen wäre das dann so. Aber einen zu niedrig, ne? Ja gut, das kann jetzt sein. Warte mal. Ich setz mal... Okay, den kann ich jetzt so setzen. Zack. Na gut, das geht jetzt nicht, weil der hier ist ein Ausgang. Aber die sind jetzt genau gerade gegenüber in dem Sinne. Der muss jetzt nur noch einen höher. Und dann hätten wir hier ein gerades Fließband. Weißt du, wie ich meine, oben? So, und den hier unten, den hätte ich dann so gedreht, dass dann hier so eine kleine Kurve reingeht. Aber warum führen wir den nicht durch die Decke? Aber ich kann ja... Ja, genau, du meinst jetzt hier, ne? Ja. Genau, das könnten wir eigentlich direkt machen. Guck dir oben raus, kannst du das sehen? Brauchst du ja, warte mal, wir machen es... Halt mal so. Das kriegst du nicht gerade dorthin. Probier mal. Nein, ich sehe das jetzt schon, das ist schräg. Ja, aber guck mal, ob es geht. Ja, ich kann ihn dransetzen, aber es ist schräg. Also... Ja, aber du kannst ja das Laufband so vielleicht anschließen. Ja, aber so wie ich das mache, müssen wir ja das Laufband eher oben anschließen und nicht unten dann. Ja, was machen wir ja? Oben kommt ja noch ein Ausgang drauf. Ja, aber unten müsste ich jetzt auch ein Laufband anschließen, weil der bei dem Teil hier oben ist ja nicht hier unten dran. Ist doch egal, oder? Ja, aber so brauchen wir ja gar kein Laufband. Ja gut, aber es sieht doch scheiße aus, wenn wir das einfach durch die Decke laufen lassen, ohne die Öffnung. Naja, also ich finde es persönlich besser, aber wir können mal gucken, ob wir die Dings hier so dran gesetzt kriegen. Piepst der? Oh, warte mal. Okay, also der hat es jetzt nicht angenommen, aber naja, das kriegt er nicht dran. Nee, so ist der nicht verbunden, Leute. Wenn ich den hier dran setze und so mache, jetzt ist der verbunden. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, so ist perfekt. Oh, ich rede einfach die ganze Zeit. Kevin, meinst du denn, dass es ein Schredder reicht für alle Förderbänder? Ich denke, das könnte problematisch werden. Lass uns erstmal echt einen machen, bitte.
Ich will nicht hier anfangen jetzt, dass wir alles oben zuballern. Weil wir kriegen ja auch noch die MK5 und MK6 Förderbänder. Ja, genau, aber ich weiß nicht, ob der Schredder... Schreddert der Schredder 1:1, wenn da was reinkommt? Der schreddert sofort, wenn das Item reinkommt. Also, genau. Der hat keine Zeit. Da müssen wir mal ausprobieren. Okay, der knickt den hier oben leider ein bisschen. Aber gut, man sieht's ja eh nicht. So. Okay, das ist fertig. Ja, das steht. Ja. So, das hier ist auch. Ja, da muss ich nachher nur noch die Förderbänder vom Bahnhof-Dings machen. Aber wir sollten jetzt erstmal die Dings einstellen hier, weil wir haben jetzt schon halb zehn. Ja, wir fangen jetzt beim ersten an. So. Also, das Symbol sind ganz normale Eisenplatten. Ja, ich muss jetzt aber erstmal gucken. Also du stellst ein nach Eisenplatten links. Und Mitte muss ich, glaube ich, einstellen auf Überfluss. Überschuss, genau. Ja, Überschuss. Oder alles Unbestimmte geht auch. Ich glaube, warte mal, stopp. Überschuss ist falsch. Weil, nee, du musst Überschuss einstellen. Weil wenn die Eisenplatten voll sind, muss er die ja weiterschicken. Richtig, genau. So, und links nimmt er ja eh nur das Item, was reingeht. Okay, so. Dann der nächste. Eisenstangen. Okay, nächster. Schrauben. Ich kann eingeben. Aluminiumgehäuse. Batterie haben wir noch nicht. Aluminiumgehäuse auch nicht. Und die letzten vier hast du nicht eingestellt. Okay, perfekt. Sind wir durch. So, jetzt muss ich noch die Dings anschließen hier. Was musst du anschließen? Die Plattform. Damit, was die Züge abladen, auch hier ankommt. Ja, schließen wir beide Anschlüsse an? Nee, nur ein. Die tun hier nur ausladen, nichts einladen. Nee, ich meine, macht man das mit dem oberen und dann den unteren damit rein? Oder wie macht man das? Nö, du tust einfach nur den oberen. So wie ich das hab. Nimmst du MK4-Bänder? Ja, das werden wir alles immer auf das Höchste machen müssen, weil hier kommt alles rein. Kann man denn den oberen nicht mit anschließen noch? Nee, geht nicht. Wäre es dann nicht für die Optik geiler, wenn man den oberen anschließt, so? Boah, ich würde mir den erstmal aufheben. Ich mag das eigentlich eher, je dezenter das ist. Ja. Jetzt ist die Frage... Haben wir eigentlich einen Awesome-Shop hier? Ja, ich glaube, der steht hinten. In der Main Base oder in der kleinen Base? In der kleinen Base habe ich den, glaube ich, hingestellt, wenn überhaupt. Ich bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher, ob ich den aufgebaut habe. Ich baue ihn hier hin, ja. So, jetzt muss ich noch einen Fusionator. Ich glaube, die gehen in so einer kleinen Welle jetzt da rein, ne? Kevin, wo bist du? Ich bin unter der Base gerade, weil ich hier das Dings verlege. Das Fließband. Digga, das ist auch so. Kevin, komm mal ganz kurz zu mir, bitte. Warte, Zander, ich bin gerade hier das Fließband am Machen. Ja, okay. Sagst du, wenn du ready bist, ne? Ja, das wird noch ganz kurz... Oh, einen Moment dauern, weil... Ach, du bist in diesem kleinen Auto. Okay, ich muss los. Einsatz. Ja, das habe ich schon damals bei Romatra und Trimax gesehen. Einen kleinen Pimpfwagen da. Alter, das ist so geil. Es ist einfach so geil mit dieser Sirene. Alles wieder gut, alles in Ordnung. Okay, ich check jetzt nochmal hinten ab und dann können wir eigentlich zur Testzwecken mal einfach in den Bahnhof Sachen reinhauen, um zu schauen, ob die sich ordentlich einsortieren. Wir müssen halt morgen, wenn wir wollen, uns an die Dings setzen, ne? An die Produktion für die neuen modularen Motoren und so ein Kram. Ja. Gucken, ob es jetzt klappt. Krieg das nicht hin. Wo bist denn du gerade? Ach, warte mal. Ah, okay, ja. Fließbänder, okay, so passt's. Okay, perfekt. Ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Ich lege jetzt mal Kunststoff rein und gucke, ob das funktioniert. In den Zug, oder was? In den Bahnhof, ja. Wir müssen ja gucken, ob das Sortiersystem läuft, ne? Dann pass auf, ich knall auch noch ein paar Sachen rein, ja? Warte, knall bitte jetzt noch nicht alles auf einmal. Ich will erstmal eine Sache, nur um zu gucken, ob das funktioniert, weil sonst verteilen sich da nachher kreuz und quer zig Sachen oder so. Hast du recht. Ich gehe mal zum Kunststoff. So. Der wird auf jeden Fall... Ja, der kommt schon übers Fließband jetzt. Okay, ja, okay, er geht hier durch. Wird überall durchgeschickt hier. Gleich müsste das kommen, wo er reingezogen. Ja, hier bei mir. Ja, perfekt. Funktioniert. Jetzt haben wir ein vollautomatisches Lager. Guck mal, hier in der Mitte. Wenn du mal einmal in die Mitte der Base kommst. Guck mal, der fährt jetzt einfach automatisch in den Kreis. Okay.
Du kannst so eine Route programmieren und dann fährt er die ab. Das kostet uns gar nichts. Der fährt jetzt einfach im Kreis. Unser Guard ist es jetzt. So, ich nehme jetzt mal eine Sache, die wir hier gar nicht im Lager lagern, und zwar Treibstoff. Und dann testen wir mal, ob der das bis zum Schredder schickt. Ja. Ja, müsste er ja als Überschuss erkennen, ne? Mhm. Aber der Schredder ist gerade nicht angeschlossen. Soll ich den anschließen? Ach so, wir müssen ihn noch an Strom machen, ne? Ja, ich kann ja provisorisch den einfach hier dranziehen. Nee, warte, wir haben hier unten unten liegt schon Strom, den können wir ganz easy hoch verlegen. Wo hast du den? Warte, ich habe schon einen Stromanschluss hier. Der ist sogar direkt da drunter, sodass das Kabel durch die Decke direkt in den Rhein geht. Man sieht das gar nicht. Ja, das sieht man auch nicht. Ich kann eins reinschmeißen, Nobelisken. Soll ich machen? Bitte? Soll ich einen Nobelisk reinschmeißen? Ich habe gerade mal Treibstoff reingeworfen. Treibstoff können wir aber einstellen jetzt gleich. Das ist eine gute Sache. Würde ich erstmal nicht machen. Okay, weil Treibstoff im Lager zu haben und dann in die Cloud speichern, ist doch eigentlich gar nicht so bad, oder? Ja, aber das mit der Cloud, das können wir hier im Lager wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Wo willst du denn die Cloud-Container hier hinstellen? Also die Sachen, die wir in die Cloud speisen, das sollten wir direkt an dem, an dem Außenposten machen. Hier haben wir gar keinen Platz mehr für Cloud-Container. Okay. Der Treibstoff, der ist jetzt im System. Wir können ja die Cloud-Container hinstellen und wenn der voll ist, dann einfach Splitter, Überschuss und dann Lager. Dann ist die Cloud in der Prio-Liste oben und alles, was Überschuss ist, geht ins Lager. Wir werden sowieso fast ausschließlich über die Cloud arbeiten. Wenn die Cloud die ganze Zeit befüllt wird, spielt das alles gar keine Rolle mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir müssen jetzt einmal komplett drumherum laufen, wird alles überprüft und dann kommen die oben an. Bis jetzt sind die bei mir hier hinten noch nicht angekommen. Aber die sind reingelaufen, das habe ich gesehen. In den Schredder? Nee, da habe ich nichts gesehen. Also entweder sind die so schnell durch, dass ich die verpasst habe oder keine Ahnung. Ich schmeiß noch mal welche rein. Bleib mal am Lager stehen, ja? Ich schmeiß jetzt 32 rein, ja? Die ja. Werden jetzt weggezogen. Die laufen jetzt hier übers Band. Jetzt kommen sie hier oben an. Ich sehe sie, ich verfolge die gerade. Kann gerade nicht drauf zugreifen. Okay, die gehen hoch. Geht in den Schredder. Ja, da kommen sie. Ja, perfekt. Ja, sind drin. Dann haben wir das System jetzt so, dass wir die Züge anfangen können zu beladen. Und dann gehen die Sachen in unser Lager. Ja. Und da würde ich sagen, fangen wir am besten morgen mit an, oder? Ja, würde ich sagen. Also morgen Phase 3. Und dann alles anschließen nach und nach. Oder willst du erst alles anschließen? Wie meinst du das alles nach und nach anschließen? Naja, ich würde halt gerne Phase 3 morgen anfangen. Also, dass wir die abschließen können. Und dann können wir ja direkt, wenn wir die neuen Sachen bauen, können wir alles anschließen. Und wenn wir dann Phase 3 gemacht haben, dann schließen wir erstmal das, was wir haben, alles an und kümmern uns dann um den Rest. Ja, könnten wir auch überlegen zu machen. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Progress im Main-Ding, weißt du? Ja. Wir haben jetzt schon echt ein paar Tage gar keine Updates mehr gemacht. Ich fände es irgendwie cool. Ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt so viele Tickets. Guck mal im Awesome Shop. Es ist nichts mehr zum Kaufen da. Na doch, die zwei Farben da. Also die Ausführung. Welche? Wo? Chrom und... Die können wir beide kaufen. Wir haben noch Tickets. Ja, dann holen wir die noch. Carbonstahl und unlackiert. Aber wir haben 10 Stück. Warte mal. Was soll ich zuerst kaufen? Einfach Carbonstahl, würde ich sagen, oder? Ja. Die teurere. Oh, jetzt brauchen wir noch ein Ticket und dann können wir unlackiert. Warte mal, das kann ich eben schnell machen. Wir können übrigens nicht mehr scrollen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal für Rezepte entscheiden, Kevin, weil wir können hier bei den Festplatten gerade nicht mehr suchen. Ja, bei Kupferbarren nehme ich alternativ reiner Kupferbarren, das mit Wasser. Ja, lass uns die Wassersachen sowieso machen. Ich fühle das komplett. Weil hier das Holz für Kohle, das ist Schwachsinn. Das können wir nicht automatisieren. Nee, das können wir nicht. Und vor allen Dingen, du musst halt ohne Scheiß, das ist wirklich krass. Wo kann ich denn das Rezept annehmen, wenn ich das ausgewählt habe? Lol, das ist verbuggt, weil wir zu viele Rezepte haben, glaube ich. Normalerweise kannst du es anklicken und dann ist unten ein Button für bestätigen, aber der ist weg, weil wir zu viele haben. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, vielleicht müssen wir diesen Bug reporten, keine Ahnung. Alter, das kann doch nicht sein, Kevin. Gib dem Namen in die Suche ein. Ah ja, Kupferbarren, warte mal, Kupfer. Ah, das geht, das geht. Ja, okay, das geht. Ja, so kriegen wir die raus. Ich habe das Rezept mal genommen, ja. Was sollen wir noch nehmen? Ah, wir hatten gesagt, diese alternative Kunstdings, ne, für Katerium und Kunststoff. Ja, mach,
Mach, nimm du einfach die Rezepte. Wir werden eh alle am Ende haben. Für die Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Meine Güte, was ist denn da schon wieder los? Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren. Beim nächsten Mal geht's dann weiter hier im Geschehen. Wir sind sehr, sehr gut vorangekommen. Ich bin mit dem Progress in der Session mehr als zufrieden. Also ich habe heute in einem Zug das gesamte Schienennetz durchgezogen, den Rest. Jetzt fahren mittlerweile hier vollautomatisiert schon 7 Züge. Und wenn wir dann jetzt bald alles anschließen, dann werden die Sachen ja auch richtig schön immer ins Lager gepumpt, was ich noch geiler finde und wo ich mich schon sehr drüber freue, wenn das dann der Fall ist. Vor allen Dingen, weil wir dann massiv Punkte auch generieren werden. Man sieht es auch hier, ne, der ganze Sand, der hier reingeht, der wird hier gerade komplett durchs Lager transportiert, geht da hinten in den Container rein. Sehr, sehr geil. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Bis dann. Macht's gut. Tschüss zusammen.